Stimmen die Aussagen oder nicht, das ist bei dieser Aufgabe mit Wurzeln die Frage. Die Wurzel einer Zahl ist ja das gleiche, wie wenn man sich fragt, welche Zahl mal sich selber gibt das unter der Wurzel. Wir müssen uns also fragen, ob 3 mal 3 9 gibt. Und das ist tatsächlich so. Entsprechend ist die Wurzel von 9 3 und wir machen bei Wohr ein Kreuzchen. Bei der zweiten Zeile könnte man grundsätzlich genau gleich vorgehen und sich fragen, ob minus 4 mal minus 4 plus 16 gibt. Das ist tatsächlich so, weil ja minus mal minus plus so gibt. Die Wurzel, oder genauer die Quadratwurzel, ist aber so definiert, dass das Ergebnis immer eine positive Zahl ist. Darum ist die Wurzel von 16 doch nicht minus 4 und wir machen bei falsch ein Kreuzchen. Ein kleine Hinweis: die Zahl unter der Quadratwurzel muss auch immer eine positive Zahl sein. Die dritte Zeile funktioniert wieder gleich wie die erste, halt einfach mit Brüch. Ein Zweitel mal ein Zweitel gibt ein Viertel. Weil man ja bei der Multiplikation Zähler mal Zähler, also 1 mal 1, und Nenner mal Nenner, also 2 mal 2, rechnet. Die Wurzel von einem Viertel ist entsprechend ein Zweitel und wir machen bei vor ein Kreuzchen? Bei der vierten Zeile multiplizieren wir zwei Wurzeln miteinander. Wir schauen jetzt auf dem Theorieblatt zu Wurzeln und Potenzen, wo ihr auf die könnt, nach. No. Da findet man das entsprechende Gesetz und sehen, dass man bei der Multiplikation von Wurzeln einfach die Zahlen unter der Wurzel miteinander multiplizieren kann. Wir können entsprechend 2 mal 8 unter eine gemeinsame Wurzel schreiben. Das gibt die Wurzel von 16, was wiederum 4 gibt. Die Aussage ist also wo? Die fünfte Zeile funktioniert wieder gleich wie die erste, halt einfach mit Dezimalzahlen. Um 0,8 mal 0,8 auszurechnen, müssen wir einfach 8 mal 8 rechnen. Und das gibt 64. Dann zählen wir, wie viele Stellen bei 0,8 hinter dem Dezimalpunkt sind. Das ist je eine Stelle. Entsprechend machen wir beim 64. Den Dezimalpunkt so, dass zwei Stellen hinein dran sind. Die Wurzel von 0,64 ist somit tatsächlich 0,8. Jetzt geht es um die Addition von zwei Wurzeln. Es gibt aber kein Gesetz dazu. Entsprechend ist die Aussage falsch. Die nächste Zeile funktioniert gleich wie die dritte. Ein Nünntel mal ein Nünntel ist aber ein 81. stel und somit nicht ein Drittel. Die Aussage ist entsprechend falsch. Die Wurzel von 0 ist 0, weil 0 mal 0 0 gibt. Und somit ist die Aussage wahr. Weitere Aufgaben findet ihr auf druck.ch.